Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, denken wir gerade in dieser Stunde auch an die Opfer. Liebe Spieler, ich bin ein furchtbarer Arbeitslosigkeit. Ich habe vor kurzem einen 10-jährigen Jungen kennengelernt, der sozial zur Welt kam. Dann erhielt er ein hochmodernes Implantat. Er brach die Schule ab. Das ist nur eine von vielen Geschichten, die überhaupt nicht spektakulär, aber dennoch bezeichnend für unseren Zusammenhalt sind. Lassen Sie uns in diesem Sinne auch 2013 gemeinsam diejenigen tragen, lassen Sie, die es schwer haben. Auch heute gibt es in unserem Land viele Mutige und Hilfsbereite. Deshalb bereiten wir unser Land auf den Weltkrieg vor und deshalb bringen wir die Staatsfinanzen in Ordnung. Diese Ziele leiten uns auch 2013.